Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Wir sind gerade unterwegs im Mercedes C200 4MATIC. Allerdings schon der Mopf, also die Modellpflege oder in einer anderen Sprache als Facelift bekannt. Wir fahren hier quasi das ganz, ganz frisch gefaceliftete Modell. Bedeutet, wir haben hier schon jetzt den breiteren Bildschirm. Wir haben diesen geilen Digital-Tacho, wo wir auch die Design-Styles verändern können. Das kennt man halt von den ganz neuen E-Klassen und so weiter, wo jetzt zum Beispiel jetzt die Anzeige auf klassisch umgestellt werden könnte. Ich hoffe, das seht ihr in der Kamera. Das sieht nämlich ziemlich cool aus. Oder auf sportlich, dann sehen wir nämlich auch beim Drehzahlmesser mit so roten Streifen sozusagen, in welchem Bereich wir uns bewegen. Schon ziemlich cool gemacht. So Style von Spider-Man, würde ich jetzt sagen. Und ja, wir stellen mal wieder zurück auf Progressiv. Das sieht schon ziemlich nett aus. Und hier wurde was richtig, richtig Krasses nachgerüstet. Und zwar, ja, was denkt ihr denn? Ja, ganz sicher, ganz, ganz richtig. Unser Active Sound System, aber nicht einfach nur klassisch, Standard, ein Aktuator, wie wir es kennen mit der Unit. Nein, hier wurde das System mit zwei Soundaktuatoren nachgerüstet. Nichts Besonderes, denkt ihr euch jetzt. Habt ihr recht, nichts Besonderes. Aber es wurde zusätzlich zu den zwei Aktoren noch unser RSE nachgerüstet. Das macht es jetzt schon ziemlich viel interessanter. Das heißt, wir sprechen hier von drei Lautsprechern, die da hinten richtig Radauts machen. Das ist ein C200 Benziner in diesem Fall. Und dementsprechend hat das Auto halt nicht wie beim Diesel rechts einen AdBlue-Tank, links nur einen Entschalldämpfer, sondern er hat wirklich links und rechts jeweils einen Entschalldämpfer. Und wir haben jetzt die Soundaktuatoren auf Kundenwunsch außen montiert. Beim Diesel ist ja draußen sozusagen kein Platz für, deswegen montieren wir die ab und an mal in der Reservatmulde. Hier in diesem Fall hätten wir es auch machen können, aber da eh draußen Platz war, der Kunde gesagt hat, so what, dann habe ich halt im Kofferraum mehr Platz, sitzen die Aktuatoren draußen mit dem RSE. Wir fahren jetzt im Eco-Modus, also wir haben jetzt die Bedienung auf das Dynamic Select gemacht, also hier den Agility Select Schalter. Und dementsprechend haben wir je nach Profil jetzt ein anderes Klangbild bzw. ein anderes Profil. Und wir stellen euch das mal um. Wir fahren jetzt gerade im Eco-Modus, ganz entspannt, Serien-Sound, nicht spektakulär. Ich muss aber zugeben, bei den neuen Modellen gibt es auch einen Interior-Sound. Das heißt, hier drinnen wird ein Sound simuliert. Hört sich auch schon ein bisschen kerniger an, als man jetzt von draußen das hören würde. Aber es ist halt noch nicht so sportlich, wie das Fahrzeug eigentlich optisch erscheint, weil vor allem mit dem Facelift-Modell, vorne mit den gelochten Bremsscheiben, hinten die großen Blenden, vorne der Grill mit diesen Diamanten-Optik, das sieht schon richtig wuchtig aus. Und wenn dann halt der Sound noch dazu passt, dann ist es optisch perfekt und auch schön abgerundet. Wir wechseln jetzt mal in den Komfortmodus, weil das Fahrzeug startet ja generell im Komfortmodus. Ist halt bei allen aktuellen Benz-Modellen so, wenn man es nicht umprogrammieren lässt. Und hier haben wir jetzt schön das File 4, alles natürlich schön dynamisch. Ist schon krass, ist schon wirklich krass. Also das ist, wenn ihr jetzt noch ein bisschen mehr Punch hätte, dann wird das echt noch krasser wirken. Aber so schon vom Soundbild, wir hören obenrum vor allem, wir dürfen jetzt nicht den Drehzahlschieber zu hoch machen, weil das Auto ist wirklich nagelneu, 700 Kilometer ist gerade zu uns gefahren, würden wir jetzt, ich glaube, dreiviertel Drehzahl, also knapp 4000 Umdrehungen dürfen wir jetzt fahren. Ist brutal, wirklich. Und vor allem geil ist, mit dem RSE haben wir obenrum dieses Kratzige und das macht ihn halt so richtig echt. Und das ist das Geile. Selbst wenn wir so anfahren und dann vom Gas gehen und er ploppt so nach, ist schon ziemlich geil. Und das hört man auch hier drinnen richtig gut. Ich weiß gar nicht, haben wir hier eine Doppelverglasung? Ich glaube nicht. Nee, eine Einfachverglasung. Wir hören es hier drin auch wirklich sehr, sehr gut. Von draußen bin ich mal gleich gespannt, wenn ich es auch mal von draußen hören darf. Aber wir wechseln einmal das Profil kurz. Wir gehen mal jetzt in den Sportmodus. Wir haben auch hier immer noch das dynamische Profil, auch mit den Fehlzündungen. Haben hier aber das File 8, weil es klingt so in Anführungszeichen brutal nach 8-Zylinder und auch nach Hubraum. Und wenn man dann mal ein bisschen gechillter fährt, dann kommt so. Ja, das andere eben mit dem Komfortmodus, das klang mehr so wie, also das File 4 klang mehr so wie ein 43er AMG und das hier geht, das klingt jetzt nicht wie ein 63er, aber es ist halt ein V8-Klang. Das hat so schönes Volumen. Thank you.
wechseln wir jetzt mal in den Sport Plus Modus. Hier haben wir schön Bollermann. Hier ist der A-Modus nämlich aktiviert. Das heißt, wir haben im unteren Drehzahlbereich schon schön dieses Gehämmere, dieses Bollernde und schön die Drehzahl niedrig halten, schön hämmern. Da kann man schön entspannt cruisen und trotzdem halt den vollen Sound hören. Wir haben jetzt hier in diesem Fall die Fehlzündung ausgeschaltet. Normalerweise hat man ja gerade im Sport Plus Modus, dass die Fehlzündung da sind. Aber es passt hier irgendwie ganz cool zu diesem Hämmern, dass man das nicht mit Fehlzündung hat, sondern wirklich nur entspannt cruise. Und wenn man mal drauf latscht, dann wird es schön laut. Und auch der RSE haut dann richtig hinten was raus. Also das schon, kann man schon mal machen. Oh, das ist schon krass. Also wäre jetzt nicht meins für den Alltag, aber ich meine, Sport Plus fährt man halt nicht auch im Alltag, weil der hält den Gang immer schön weit oben. Wenn man jetzt nicht manuell fährt, 2000, wir fahren runter, 2000, also er hält ihn immer schön oben. Wäre jetzt halt eh nichts für den Alltag, aber ist so halt cool, wenn man mal cruisen will, hat man schön den ganzen Klang. So, das war's auch schon vom C200 4MATIC. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht vergessen, teilen, liken, kann abonnieren und bis zum nächsten Video.